Den Tagesordnungspunkt 7, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 7063, Stopp der Veräußerung von Kunstwerken zur Haushaltssanierung in Verbindung damit. Der Antrag der Fraktion der FDP, das ist die Drucksache 7169, Kunstwerke in öffentlichem Eigentum vor Ausverkauf schützen, Transparenz durch ein Kunstregister sicherstellen und Kulturgüter den Bürgerinnen und Bürgern zugänglich machen. Und ich möchte noch einen Hinweis geben auf den Entschließungsantrag der Fraktion der Piraten. Das ist die Drucksache 7241 zu dem Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 7063. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Herrn Kollegen Lambner das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Frei nach Elvis Presley möchte ich vorab Folgendes sagen. Wenn die Dinge schlecht laufen, geh nicht mit. Und wir, meine Damen und Herren, wollen nicht mitgehen, wenn es darum geht, kulturelle Werte zu schnellem Geld zu machen. Wir wollen nicht länger mit ansehen, wie hier in NRW ein Präzedenzfall geschaffen wird, der womöglich die Legitimation für weitere Veräußerungen von Tafelsilber darstellt. Und wir werden es nicht durchgehen lassen, dass dieser Verkauf einfach so ohne weiteres durchgezogen wird. Dieser Verkauf muss gestoppt werden und für die daraus entstandenen Folgen müssen die Personen haftbar gemacht werden, die diesen Prozess überhaupt angeleiert haben. Wir wollen auch, dass in Zukunft so ein Verkauf, wie er jetzt hier eingeleitet worden ist, nicht mehr möglich ist. Und wenn man sich so die ganzen Presse- und Medienberichte in den letzten Tagen und Wochen durchliest, dann liest man immer von Politikern, auch häufig der regierungstragenden Fraktion, Herr Priggen fällt mir ein, aus dem Westpol-Bericht, Aussagen bekommt man dort zu hören, ja, diese Bilder lägen schon seit Jahrzehnten im Tresor, keiner würde sich dafür interessieren. Nein, das tun sie nicht, denn die beiden Warhol-Bilder, um die es heute geht, wurden erst 2009 nach einer enormen Wertsteigerung in den Tresor verschlossen. Vorher wurden die Bilder öffentlich gezeigt und ja sogar für internationale Ausstellungen verliehen. Und schon damals, 2009, haben Experten befürchtet, was jetzt und heute gerade passiert. Die wertgestiegenen Bilder werden wegen der finanziellen Situation der Casinos verkauft. Der Casinobetreiber Westspiel währenddessen spielt wegen des hohen finanziellen Wertes den kulturellen Wert der Bilder runter und spricht von Käufen für die Raumgestaltung und das seien alles nur Einrichtungsgegenstände, ja, meine Damen und Herren, ja, nee, ist klar. Ja, mit Verlaub gesagt, das ist eine garstige Groteske und einfach unwahr. Hier macht man sich selbst die eigene Wahrheit. In einem Leserbrief an die FAZ vom 29.10. wurde diesbezüglich eine sehr interessante Frage in den Raum gestellt, nämlich ob der Triple Elvis und die Four Marlins deshalb zurück in die USA müssen, weil Warhol kein Rheinländer oder Westfale war. Sind die Bilder vielleicht nur deshalb weniger wert, weil Warhol nicht aus NRW stammt? Und was wäre, wenn die Bilder von einem Richter oder von Beuys wären? Würden sie dann immer noch so bereitwillig versteigert werden? Nun, meine Damen und Herren, diese Frage, die können Sie selbst beantworten. Aber nun zu dem Antrag. Wir haben den bereits Mitte Oktober gestellt und seitdem gab es fast täglich neue Erkenntnisse, die letztendlich in dem Entschließungsantrag münden und diesen Veränderungen Rechnung tragen. Wir wollen mit dem Antrag und vor allem diesem Entschließungsantrag dafür sorgen, dass das Tafelsilber der landeseigenen Betriebe in NRW nicht mehr verkauft werden kann. Es muss ein stärkerer Schutz her, der die kulturellen Werte in NRW vor eben solchen Veräußerungen auf dem freien Markt schützt. Und da brauchen wir vor allem endlich eine gesetzliche Regelung. Und wie das Zufall so will, sind wir gerade in der glücklichen Lage, dass ja zurzeit das Kulturfördergesetz beraten wird. Und genau hier sehen wir die Piraten, diese gesetzliche Grundlage zu schaffen, zum Schutz der Kunst- und Kulturschätze, die hier im Land und in landeseigenen Betrieben lagern. Diese Kulturgüter gehören geschützt
und öffentlich zugänglich gemacht. Sie gehören zu NRW, welches sich als Kulturland versteht. Und ein Kulturland ist eben nur ein solches, wenn es seine kulturellen Werte respektiert und beschützt. Und da frage ich mich an dieser Stelle, was denn noch so alles in dem Besitz der landeseigenen Betriebe schlummert. Auch vor allem außerhalb der Landesgrenzen. Gibt es etwa in Erfurt, wo die NRW-Bank 100% Anteile am dortigen Casino hält, auch Kunstwerke, die bald auf dem Kunstmarkt verscherbelt werden sollen? Oder in Bremen, wo die NRW-Bank 51% am Bremer Casino hält, dort sollen in Zukunft 2 Bilder verkauft werden. Da die Bilder aber lang nicht so viel Geld auf den Kunstmarkt bringen wie die Warhols, um die es heute geht, werden die Bilder vermutlich in Bremen bleiben. Zumindest werden sie höchstwahrscheinlich den Besitzer wechseln. Wir sehen hier, meine Damen und Herren, wir haben als NRW viel zu verlieren. Als das Land, das sich eigentlich die Kulturförderung als Gesetz geben möchte. Ich bitte Sie darum, lassen Sie uns gemeinsam diese Entwicklung stoppen. Lassen Sie uns nicht die Büchse der Pandora öffnen und die Kultur und die Schätze, die wir in NRW haben, einfach schützen und Gesetze dafür verabschieden, damit es nicht zu einem Abverkauf der Kultur kommt. Denn ich möchte nicht, dass Warhol zum Synonym für den Abverkauf der Kunst und Kultur des Landes NRW wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die FDP-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Schmitz das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, das ist für die Landesregierung natürlich ein Ärgernis, dass wir heute an dieser Stelle über die geplanten Verkäufe zweier bedeutender Kunstwerke von Andy Warhol durch den landeseigenen Casinobetreiber Westspiel sprechen. Gerne hätte die Regierungskoalition die Veräußerungen still und leise an der Öffentlichkeit vorbei vollzogen. Es ist gut, dass dieser kulturpolitische Dammbruch nicht im Verborgenen geblieben ist, wie es SPD und Grüne erhofft haben. Und dass es sich dabei um einen Dammbruch handelt, hat nicht zuletzt der Deutsche Kulturrat zutreffend festgestellt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass ein landeseigenes Unternehmen Kunstwerke, die letztendlich Bürgerinnen und Bürgern gehören, klammheimlich verkaufen will, ist für sich schon ein starkes Stück. Dass mit dem Erlös die Verluste der landeseigenen Casinos ausgeglichen und der Bau einer neuen Spielbank finanziert werden soll, ist eine kultur- und haushaltspolitische Bankrotterklärung. Dass ein großer Teil der Landesregierung, vom Innenminister über den Finanzminister bis zur Kulturministerin, den geplanten Verkauf betrieben oder abgesegnet hat, wirft darüber hinaus ein besorgniserregendes Licht auf das Kulturverständnis dieser Landesregierung. Bemerkenswert ist dabei auch die Diskrepanz zwischen den Aussagen der Ministerpräsidentin und der Realität. Reflexartig hatte die Ministerpräsidentin nach den ersten kritischen Äußerungen mitgeteilt, dass Westspiel ein eigenständiges Unternehmen sei und sie den Verkauf gar nicht stoppen könne. Erst danach wurde bekannt, dass nicht zuletzt die Gremien der NRW-Bank grünes Licht gegeben hatten. Dort sind zahlreiche Mitglieder der Landesregierung sowie Spitzenvertreter von CDU und SPD-Fraktion vertreten. Deshalb bin ich auch mal auf das Statement der CDU gespannt. Und auch die Kulturministerin war in Sachen Ausfuhrgenehmigung mit dem Warhol-Verkauf getraut. Sie erklärte daraufhin, dass der Fall nicht über ihren Schreibtisch gelaufen sei. Das ist abenteuerlich. Ich fasse an dieser Stelle einmal zusammen. Die Ministerpräsidentin lässt sich nicht informieren oder wird nicht informiert, bevor sie Stellung zum Verkauf der Warhol-Werke nimmt. Die Kulturministerin erteilt Ausfuhrgenehmigungen für bedeutende Kunstwerke nach eigenen Angaben ohne jegliche Kenntnisse dieser Genehmigung. Der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Landtag, Rainer Priggen, bekennt, dass der Verkauf von Kunstwerken in öffentlichem Besitz sogar offensiv von der rot-grünen Regierungskoalition betrieben wird. Das alles zeigt, wie es um das Kulturverständnis der gesamten rot-grünen Landesregierung bestellt ist.
Kunst wird dort maximal als finanzielle Rücklage gesehen und als ob das mehr als unglückliche Agieren der Landesregierung in der Causa Bauholl nicht schon genug wäre. Es kommt noch schlimmer. Frau Kollegin, entschuldigen Sie die Unterbrechung. Würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Zimka zulassen? Dankeschön, ich möchte jetzt ganz zu Ende sprechen. Okay. Denn der Ausverkauf von Kulturgütern ist offensichtlich nicht das einzige Problem bei landeseigenen Einrichtungen im Umgang mit Kunst. So wurde im Zuge der Berichterstattung über den Verkauf der beiden Warhols bekannt, dass weitere Kunstwerke im Besitz der Westspiel fahrlässig oder sogar mutwillig beschädigt oder teilweise zerstört wurden. Für die FDP-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen ist ein solcher Umgang mit Kunst und Kultur in öffentlichem Besitz inakzeptabel. Er muss dringend gestoppt werden. Und die Landesregierung muss endlich zu ihrer kulturpolitischen Verantwortung stehen. Auf der einen Seite staatseigene Unternehmen betreiben und in den Aufsichtsgremien sitzen, auf der anderen Seite einen schlanken Fuß machen. Das geht nicht. Die FDP-Landtagsfraktion will, dass die öffentlichen und kulturellen Interessen in Nordrhein-Westfalen gewahrt bleiben. Veräußerungen von Kunstwerken im Besitz von öffentlichen Einrichtungen bzw. landeseigenen Unternehmen an der Öffentlichkeit und an Kunstexperten vorbei darf es grundsätzlich nicht geben. Und die Landesregierung muss sicherstellen, dass mit Kunst in öffentlichem Besitz sorgsam und angemessen umgegangen wird. Mit dem uns vorgelegten Antrag wird genau dies gewährleistet. Deshalb hoffen wir auf Ihre Zustimmung. Das sind wir dem Erhalt der kulturellen Vielfalt und dem des kulturellen Erbes sowie den Bürgerinnen und Bürgern Nordrhein-Westfalens schuldig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Weske das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, zunächst einmal Hand aufs Herz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Wahrheit ist doch, dass es bis vor einigen Wochen unter uns 237 Abgeordneten keinen einzigen gab, der die beiden Warhol-Werke Triple Elvis und Four Marlons kannte, geschweige denn wusste, dass sie dem Land gehören bzw. einem landeseigenen Unternehmen. Ich freue mich über die Ausnahme, sie bestätigt die Regel. Insofern ist die Entrüstung, die hier von den antragstellenden Fraktionen an den Tag gelegt wird, doch ziemlich gekünstelt. Am 12. November beginnt in New York eben nicht der Ausverkauf des Abendlandes. Die Piraten schreiben in ihrem Antrag von erheblichen Konsequenzen, ohne allerdings zu erläutern, welche das denn sein sollen. Die Frage muss meines Erachtens außerdem umgekehrt gestellt werden. Was passiert, wenn die beiden Werke nicht veräußert werden? Was nutzt einem ein Kunstwerk, wenn man keine adäquaten Räumlichkeiten hat, um sie auszustellen? Um es mit einem Bild Warhol zu verdeutlichen, was nutzt mir die Dose Tomatensuppe, wenn ich keinen Dosenöffner habe? Klar, man kann sie fotografieren, aber satt wird man davon nicht. Doch kommen wir vom Künstlichen zur Kunst. Die ist bekanntermaßen sehr konkret und daher können wir auch genau nachvollziehen, um was es hier eigentlich geht. Mit dem Spielbankgesetz und dem Glücksspielstaatsvertrag haben wir in diesem Parlament Westspiel die ordnungspolitische Aufgabe übertragen, ein verantwortungsvolles, den Zielsetzungen des Glücksspielstaatsvertrages entsprechendes Angebot bereitzustellen und hierbei den Jugend- und Spielerschutz sicherzustellen. Um diesem Auftrag nachkommen zu können, unter anderem auch durch die Errichtung eines fünften Spielbankstandortes in der Nähe dieser schönen Landeshauptstadt, benötigt Westspiel Kapital für Investitionen. Vor diesem Hintergrund haben Westspiel und die NRW-Bank als ihre Gesellschafterin nach reiflicher Überlegung und sorgfältiger Prüfung entschieden, die beiden Warhol-Werke versteigern zu lassen. Diese Entscheidung ist zwar außergewöhnlich, aber nicht unrechtmäßig. Diese Entscheidung ist sicherlich eine Ausnahme, aber keine Untat. Insofern lehnen wir den Antrag der Piraten, die Veräußerung zu stoppen, ab.
Das gleiche Schicksal wird übrigens auch den Antrag der FDP-Fraktion ereilen. Sie wollen aus der Kunstsammlung NRW eine Behörde machen und haben hoppla hopp ein Verfahren darum gestrickt. Da macht es mehr Sinn, wie auch von der Kulturministerin bereits angekündigt, zunächst einmal alle Beteiligten an den Tisch zu holen. Und wenn ich mir anschaue, wer nach Ihrem Modell über den Verkauf eines Kunstwerks demnächst beraten soll, dann steht am Ende meines Erachtens nicht die Veräußerung eines Kunstwerks, sondern wahrscheinlich der Zukauf eines weiteren des jeweiligen Künstlers. Hinzu kommt, und das kann man wirklich nicht durchgehen lassen, dass Sie in Ihrem Antrag die beiden Warhol-Werke zu einem Teil der kulturellen Vielfalt Nordrhein-Westfalens erklären. Mit Verlaub, aber Warhols Triple Elvis und Four Marlons haben mit Nordrhein-Westfalen nun überhaupt nichts zu tun. Die Factories von Andy Warhol standen in New York und nicht in Neukirchen-Flüen. Elvis Presley war in Hessen stationiert und nicht auf der Harthöhe. Und Marlon Brando fuhr in der Streetcar Named Desire durch New Orleans und nicht mit der Kölner U-Bahn. Ich fasse zusammen. Ja, der Verkauf eines Kunstwerks darf nur eine absolute Ausnahme sein und muss sorgfältig abgewogen werden. Grundsätzlich muss er aber doch möglich sein. Nun hat uns vor ein paar Minuten ja noch der Entschließungsantrag der Piraten erreicht. Insofern können wir gleich sagen, wir werden dreimal Nein sagen, auch zu dem Entschließungsantrag. Ich persönlich glaube gar nicht, dass das Kulturfördergesetz der richtige Adressat ist für das, was Sie erreichen wollen an der Stelle. Aber selbst wenn man der Meinung ist, wir sind mitten in dem Beratungsverfahren, dann kann man auch einen ordentlichen Änderungsantrag bei dem Gesetzesvorhaben dann stellen und das selber regeln. Da müssen wir jetzt an dieser Stelle nicht die Landesregierung beauftragen, wenn das denn überhaupt Sinn macht. Insofern dreimal Nein von der SPD-Fraktion. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Weske. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Professor Dr. Sternberg das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ja, mit der Reaktion hatte die Ministerpräsidentin sicher nicht gerechnet. Die Presse voll mit Protesten, mit Anfragen, mit Aufrufen. Man lässt der Ministerpräsidentin offensichtlich nicht durchgehen, dass sie nichts mit dem Kunstverkauf zu tun hätte. Denn diese Bilder sind schon wichtig. Diese Bilder sind auch bedeutsam hier für dieses Land. Es geht um eine landeseigene Kunstsammlung, nichts anderes. Der damalige Leiter der West-LB, Ludwig Poulin, der damalige Direktor der Westspiel, Dr. Lammers, haben gemeinsam mit ihrem Architekten Harald Deilmann damals eine große Kunstsammlung aufgebaut. Ich habe mit Ludwig Poulin über diese Sachen noch gesprochen. Sie haben systematisch Kunst gesammelt. In Aachen feierte man eine Novität neben den Kunstsammlungen der West-LB. Zitat: Ein neues Art Museum des Landes Nordrhein-Westfalen wird im neuen Casino in Aachen entstehen. Meine Damen und Herren, nun das. Ein Verkauf, zu dem die Ministerpräsidentin nicht steht. Und bei anderen ist die Respektlosigkeit gegenüber der Kunst kaum noch zu überbieten. Man muss Andy Warhols sehr ernsthafte Arbeiten nicht mögen. Aber sich in einer Weise dazu zu verhalten, dass man sagt, das sei bloße Deko, das ist nichts anderes als Banausentum. Und übrigens, wenn ich das mal sagen darf, wenn wir unsere künstlerische Identität in diesem Land nur noch über Heimatkunst definieren wollen, dann bitte AD mit jedem Anspruch. Was macht denn eigentlich unsere Identität in diesem Land aus? Das ist doch vor allem die Pflege zeitgenössischer Kunst. Das hat doch unser Land immer bestimmt. Nordrhein-Westfalen ist das Kunstland der Bundesrepublik. Hier leben und lebten bedeutende Künstlerpersönlichkeiten. Hier sind die großen Galerien für Gegenwartskunst. Hans Mayer, der Warhol immer vertreten hat, gleich hier drüben, ein paar Schritte von uns im Hafen. Hier gibt es die großen Ausstellungen und mit ihnen die Kuratoren für zeitgenössische Kunst. Kaspar König hat dafür gesorgt, dass Warhols Auftritt bei der Documenta 1968 kein Einzelfall blieb. Wir in Nordrhein-Westfalen haben einen Anspruch und ein Alleinstellungsmerkmal, das wir verlieren. Wir verspielen es. Was bleibt eigentlich, wenn wir nicht mehr mit aktueller Kunst, mit unserem Film schaffen und als kreativer Standort identifiziert werden? Es bleiben nur noch Überschuldung und Strukturprobleme. Ist das das Einzige, was wir noch bieten können? Was bleibt historisch von einer Zeit? Das ist doch vor allem die Kunst.
Aber werden diese Kunstwerke nur noch als Renditeobjekte angesehen? Ist die Ökonomisierung in dieser Regierung bereits so weit gediehen? Ganz unabhängig von den klaren, auch von Deutschland unterzeichneten Regeln der UNESCO und ICOM zum Kulturschutz meine ich, dass man Kunstwerke durchaus auch veräußern kann. Durchaus. Aber das sollte doch der allerletzte Notanker sein. Hier geht es aber um die Renovierung des alten Kurhauses in Aachen und den Bau von Spielbanken, deren Manager offensichtlich über Jahrzehnte nicht mitbekommen haben, dass die alten Casino-Konzepte nicht mehr funktionieren. Meine Damen und Herren, es ist im Grunde genommen wie zu Hause. Man kann natürlich Familienschmuck verhökern, aber doch nur zur allerletzten Rettung, wenn gar nichts mehr geht. Das Gemeinwohl verlangt, dass man für kommende Generationen die Schätze erhält und nicht in einem Jahresetat versacken lässt. Steht diese Regierung wirklich schon so vor der Wand? Kunstverkäufe sind meines Erachtens so etwas wie ein Offenbarungseid. Herr Kollege Sternberg, entschuldigen Sie, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Börschel zulassen? Gerne. Dann bitte, Herr Kollege. Herzlichen Dank, Herr Kollege Professor Dr. Sternberg, für die Ermöglichung der Zwischenfrage. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie denn den Umstand bewerten, dass doch in diesem konkreten Verkauf der beiden Kunstwerke ganz augenscheinlich Ihr Partei- und Fraktionsvorsitzender Laschet und Ihr parlamentarischer Geschäftsführer Liedenkemper intensiv eingebunden waren und dem auch zustimmten. Herr Börschel, ich bin auf diese Frage völlig vorbereitet und ist mir auch ganz klar, dass Sie sie stellen. Allerdings, ich stelle mal eins fest. Wenn ich mir die Riege ansehe, die diesen Beschluss gefasst hat, dann sind da sowohl Herr Laschet wie auch Herr Liedenkemper ganz, ganz kleine Lichter in dem gesamten Konzert. In diese Geschichte ist die halbe nordrhein-westfälische Landesregierung verwickelt. Und die Landesregierung natürlich bis an die Spitze. Denn wenn im zweiten Ergänzungsvorlage zum Etat 2015 auf Seite 123 die Garantiesumme für den Verkauf von Christie's mit 80,65 bereits notiert ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Regierung das gewollt hat. Dass hier auch Mitglieder der CDU diesem Verkauf der Warhol-Bilder damals mit zugestimmt haben, das gebe ich zu, das habe ich eingeräumt, das ist so. Und wir werden diesen Warhol-Verkauf auch nicht wieder rückgängig machen können. Da bin ich völlig im Klaren drüber. Es geht hier um was anderes. Sie haben damals dieser Verkaufsabsicht nicht widersprochen, das ist richtig. Aber wenn ich jetzt noch mal komme, die DDR hat in den 80er Jahren genau dasselbe gemacht. Die haben auch alles verhökert, was zu kriegen war. Bei Schalk-Kolodkowski konnte man alles kaufen. Das waren Torschlussaktionen, die das Ende nicht aufhalten konnten. Man verkauft eben alles, was man hat, um Löcher zu stopfen. Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt hier im Moment eine Vorreiterrolle im Negativen. Was bedeutet eigentlich der Tabubruch? Andere können sich aufgefordert fühlen, nicht mehr Kunst zu sammeln, sondern auch, um den Tageseffekt zu verhökern. Die Klammer Nothaushaltskommunen können sich auf die Landesregierung berufen, wenn sie Kunst verkaufen. Das werden sie allerdings nicht mehr in Deutschland tun. Denn in Deutschland sind die Bedingungen für die Galeristen schlecht geworden, weil dieser Finanzminister nach wie vor verhindert, dass eine europarechtskonforme Regelung für die Galeristen in Deutschland gemacht wird, wie es der Bund vorgeschlagen hat. Bis heute verhindert. Herr Kollege Sternberg, würden Sie eine weitere Zwischenfrage des Herrn Kollegen Zimka zulassen? Aber gerne noch. Bitte. Sie haben gerade von Tabubruch gesprochen. Ja. Habe ich Ihre Ausführungen auch in der Beantwortung der Anfrage so richtig verstehen können, dass Ihr Fraktionsvorsitzender und Ihr Fraktionsgeschäftsführer zu kleine Lichter waren, um sich gegen diesen Tabubruch auszusprechen? Wollen Sie da wirklich eine Antwort drauf haben? Ja. Finden Sie die Frage nicht ein bisschen unter allem Niveau? Ich meine, das ist doch wirklich lächerlich. Ich habe vorhin gesagt, dass angesichts der Tatsache, dass die gesamte nordrhein-westfälische Landesregierung in dieses ziemlich miese Geschäft verwickelt waren, dass das eine andere Nummer ist als die Beteiligung des CDU-Fraktionsvorsitzenden, des CDU-Geschäftsführers, die nur ein Mitglied in diesen Gremien waren. Das ist doch Unsinn. Aber wie gesagt, aus Bremen kommen bereits entsprechende Nachrichten. In Bremen will man jetzt Modus- und Bäckerbilder verkaufen, um das Casino auszubauen. Meine Damen und Herren, blicken wir voraus. Sehen wir auf die Kunst im öffentlichen Eigentum. Wir sollten sehen, was mit der West-LB-Sammlung passiert. Wir sollten gemeinsam überlegen, wie man die in die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen überführen kann. Ich bin seit vielen Jahren an diesem Thema. Sichern wir die Sammlung in Corneli-Münster. Inventarisieren wir die Kunstwerke. Übrigens Inventarisierungen auch kommunal. Alle Kunstwerke im Landeseigentum müssen erfasst werden.
Und wenn der Verkauf der zwei Bilder nicht mehr abzuwenden ist, dann wenigstens keine völlig sachfremde Mittelverwendung. Ich habe einen Vorschlag. In Münster droht gerade aus dem Westfälischen Landesmuseum ein wichtiges Bild von einer Dauerleihgabe abgezogen zu werden. Die 1 Million, die da gebraucht wird, könnte man ja zum Beispiel aus diesem Erlös, sofern er überhaupt zu erzielen ist, garantiert werden. Meine Damen und Herren, wir brauchen Regeln und Verfahren. Da sind wir ganz bei dem Antrag der Piraten und der FDP. Auch der Kulturrat hat sich so geäußert. Lassen Sie uns beginnen mit der Aufgabe. Die Museumsleiter sind bereit, mitzuwirken. Der Kulturausschuss hat sich bereits darauf verständigt. Der Umgang mit Kunst bedarf ganz neuer Regelungen. Der große öffentliche Protest ist hoffentlich ein Warnschuss und ein Startschuss zugleich. Ich hoffe auf Zusammenarbeit, dass sich das, was da passiert ist, nicht zumindest wiederholt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Sternberg. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen erteile ich Herrn Kollegen Keimes das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will auf das Beispiel Bremen mal von vornherein eingehen. Herr Kollege Sternberg, Sie haben gerade darauf verwiesen, dass dort zwei Werke von Paula Modersohn-Becker in Rede stehen. Sie haben aber auch, das haben Sie natürlich verschwiegen, gelesen, dass diese Werke innerhalb Bremens verkauft werden und natürlich dem Modersohn-Becker-Museum weiterhin zur Verfügung stehen werden. Und das ist insofern also kein vergleichbarer Vorgang. Ich will aber auf ein anderes Beispiel kommen, und das finde ich viel interessanter. Und das lese ich Ihnen gerade mal vor, mit Erlaubnis unseres Präsidenten. Ich zitiere: Das neue Museum Weserburg in Bremen gibt bekannt, dass es sich von seiner eigenen Sammlung trennen will. 51 Werke gehen für einen 7-stelligen Betrag in die Kunsthalle der Hansestadt. Zwei weitere werden dagegen ins Auktionshaus Sotheby's gegeben, darunter auch das Spitzenstück der Sammlung, Gerhard Richters Matrosen von 1966. Es soll im November in New York für 6 bis 8 Millionen Dollar versteigert werden. Ein Gespräch mit dem Künstler. Welt Online. Ist es ein Tabubruch, dass ein Museum Kunstwerke verkauft? So wird es allgemein empfunden. Gerhard Richter. Ehrlich gesagt begreife ich die ganze Aufregung nicht ganz. Ich finde es folgerichtig und völlig in Ordnung. Auch Museen entwickeln sich. Nichts bleibt, wie es ist. Ich habe Ihnen vorgelesen aus einem Bericht Welt Online vom 24. September 2010. Aber es macht deutlich, Herr Lammler, dass Ihr Hinweis auf Gerhard Richter völlig daneben geht. Der sieht es genau anders, als Sie ihn hier eben in die Pflicht nehmen wollten. Und es macht deutlich, Herr Lammler, dass man die Dinge ganz anders sehen kann, als Sie das hier im Moment tun. Ich will das Beispiel aber nur deshalb erwähnt haben, weil ich sagen will, genau das, was ich hier vorgelesen habe, passiert in Nordrhein-Westfalen nicht. Es findet kein Verkauf von Kunstwerken aus einem Museum statt, sondern was hier jetzt vorgesehen ist, ist der Verkauf von zwei Kunstwerken durch eine Auktion, beschlossen von einem Unternehmen, was selbstständig bilanziert und handelt, als GmbH und Co. KG. Mit dem Platzett der Landesregierung, übrigens nicht der halben, Herr Sternberg, sondern mit der, ich nehme an, die gesamte Landesregierung steht hinter dieser Entscheidung. Und es ist sozusagen das Veräußern von Eigentum der Westspiel GmbH und Co. KG in einem Fall, den wir hier politisch bisher jedenfalls gar nicht entscheidend bewerten können, und zwar deshalb, weil er uns hier im Landtag überhaupt nicht vorliegt. Ich will Ihnen damit auch sagen, dass wenn Gerhard Richter sagt, das kann man durchaus machen, dass das überhaupt kein Grund ist, das immer so zu tun. Ich finde aber umgekehrt, das sage ich auch in aller Deutlichkeit, die moralische Aufregung, von der wir im Moment lernen müssen, dass das Großspurige der ganzen Diskussion, Kunstverkauf unhaltbar, einfach unanständig, titelt die Presse. Und andere haben sogar noch geschrieben, was ich auch ganz fürchterlich fand, dass hier die Schätze des Landes verkauft werden. All das stimmt natürlich so nicht, und das wissen Sie auch. Und deshalb ist die Höhe der Debatte meiner Ansicht nach nicht an der Höhe des Problems orientiert, sondern ausschließlich an der Höhe der Verkaufssumme. Und die allerdings, das gebe ich ganz offen zu, die allerdings, wie immer, Geld macht sinnlich, die allerdings macht sinnlich und fördert natürlich auch Emotionen. Wir haben als Grüne klar gesagt, und das sage ich auch hier von diesem Platz aus, wir stimmen Verkauf von Kunstwerken aus Landessammlungen, aus Museen nicht zu.
wird es mit uns nicht geben. Und deshalb gibt es auch keinen Tabubruch an der Stelle, um das auch genauso klar zu sagen. Aber einen Tabubruch haben wir hier überhaupt nicht erwähnt bisher, Herr Sternberg, und das ehrt Sie leider nicht. Wir haben nicht erwähnt, dass 2006 hinter dem Rücken des damaligen Ministerpräsidenten, hinter dem Rücken des damaligen Kulturstaatssekretärs Große-Brockhoff, Herr Thomas Fischer als Chef der West-LB den Max Beckmann verkloppt hat für 13,9 Millionen, ohne dass die Regierung Bescheid wusste. Und jetzt kommt meine Frage an Sie. Sie nicken, Herr Witzel, das ist freundlich, dass Sie es tun. Meine Frage an Sie ist die, wo war Ihr Aufklärungsapparat an der Stelle eigentlich? Wo haben Sie damals dieses Geschäft so nachvollzogen, wie Sie das hier von Anfang an nachvollziehen können? Wo haben Sie gefragt, wann gibt es eine Liste, aus der man entnehmen kann, was alles gehört der West-LB denn noch? Nichts ist da passiert. Nichts ist passiert. Und deshalb, muss ich Ihnen ehrlich sagen, finde ich das ziemlich krokodilstränenhaft, was Sie hier vortragen. Und ich glaube, dass der Vorschlag der Kulturministerin, die klar gesagt hat im Kulturausschuss, was sie vorhat, nämlich einen runden Tisch zu machen, um zu erfassen, wie ist die Lage insgesamt. Das ist der Blick nach vorne. Dahin richten wir das jetzt. Und ich hoffe sehr, dass bei Christie's am 12. November so viel reinkommt, wie wir uns alle wünschen müssen, jetzt, wo der Verkauf feststeht, weil alles andere, das haben Sie richtig erkannt, Herr Sternberg, gilt nicht mehr. Es gibt auch nichts rückgängig zu machen. Und aus dem Grunde richten wir den Blick nach vorne und lehnen die Anträge, die alle nach hinten weisen, auch entsprechend ab. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Keimes. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Dr. Walter Borjans das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich will ein paar Punkte vorwegschicken, weil im Zusammenhang mit der Debatte über die Veräußerung der beiden Warhol-Werke immer der Versuch unternommen worden ist, die Landesregierung und in Person auch den Finanzminister in die Ecke des Kultur- oder Kunstbanausentums zu stellen. Ich lasse mir nicht nehmen, dass ich selbst gerne mich mit Kultur beschäftige, gerne mich auch aktiv mit Kunst beschäftige und zu meinem Bekanntenkreis viele Künstler und Kulturschaffende zähle. Und das ist etwas, bei dem ich erst mal sagen muss, das setzt mich auch ein Stück in das Recht zu sagen. So eine unehrliche Diskussion, die so hemmungslos Gebrauch macht von Unwahrheit, von Vermischung, die ist mir wirklich selten untergekommen. Und das sage ich vor dem Hintergrund, dass mir bewusst ist, welche Bedeutung Kultur in einer Gesellschaft hat, wie wichtig die Kunstschätze in den Museen unserer Kommunen, unserer Städte sind, wie wichtig sie im Eigentum des Landes sind. Aber das ist Ihnen ja vollkommen egal. Hier ist plötzlich ein Unternehmen dasselbe wie das Land. Hier wird einfach gesagt, was einem Unternehmen des Landes gehört, das Aktienrecht oder Gesellschaftsrecht unterliegt. Das ist alles im Eigentum der Bürger und es wird unterstellt, der Bürger will auch dafür haften, dass letztendlich dann über Steuermittel Ausfälle bezahlt werden müssen, die in diesen Unternehmen entstehen. Es ist gerade angesprochen worden, Gerhard Richter. Und ich möchte auch eines mal darstellen und klarstellen. Es geht hier nicht um eine Protestwelle der Kultur, sondern es geht darum, wenn man sich mal mit Künstlern unterhält, dann sagen die einem, ja, natürlich ist mein Renommee abhängig davon, dass meine Werke auch gehandelt werden. Werke, die nicht gehandelt werden, haben auch keine Künstler, die bekannt sind. Wie ist denn Gerhard Richter zu seinem Namen auch gekommen? Und warum macht denn selbst eine Frankfurter Allgemeine Zeitung, in der sich Herr Rossmann jetzt ereifert bis zum Abwinken, warum machen die regelmäßig Rankings, wer der höchstbezahlte Künstler der Gegenwart ist? Warum haben die vor kurzem noch geschrieben, dass Gerhard Richter jetzt wieder von Jeff Koons überholt worden ist? Wie ist das denn alles zu verstehen, wenn das sowas von Unanständigkeit ist, dass Kunstwerke auf dem Markt verkauft werden? Es sind auch nicht die Galeristen, denn die leben davon, dass Kunst gekauft und verkauft wird. Die sind bestenfalls sauer darüber. Auch da hatte ich gerade Gelegenheit, noch vorgestern mit einigen zu sprechen, dass sie es nicht sind, die die Werke verkaufen können. Es sind auch nicht die Berater, von denen ja unter den Kritikern einige sind, von denen man hört, dass sie bei Christie's sogar versucht haben, noch mit ins Geschäft zu kommen. Und weil sie abgeblitzt sind, sind sie zu den größten Kritikern geworden.
Also das ist alles auf einer Ebene, die schwer erträglich ist. Wer sich ärgert, wer sich aufregt und wem ich Emotionalität abnehme, das sind Museumsdirektoren, die ganz klar sagen, natürlich hätte ich diese Werke gerne in meinem Museum. Und würden wir die Entscheidung treffen, dann tut es doch. Dann hätte ich gerne mal gesehen, wie schnell sich die geschlossene Gruppe zerlegt, weil jeder sagt, das möchte ich dann aber bei mir haben, wenn es etwas für 50 oder 100 Millionen gibt, das ich dann aber aus keinem Etat bezahlen muss. Ja, und es sind, wer regt sich am meisten auf, wer macht den größten Lärm? Die üblichen Kritiker oder solche, die sich dafür halten, von denen ich nicht weiß, wie viele mit aktiver Kunst da was zu tun haben, aber die Interpretationshoheit für sich gepachtet haben. Und da erkennt jetzt eine Opposition, da ist was zu holen. Da hängen wir uns dran und jetzt kriegen wir das schon hin. Und dann kommen Dinge, die haben auch mit Wahrheit nichts mehr zu tun. Beispielsweise, Herr Sternberg, der Hinweis, der Finanzminister würde eine europarechtskonforme Umsetzung der Umsatzbesteuerung von Galerien verhindern. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist Europarecht, das die 7-prozentige Besteuerung der Galerien abgeschafft hat, das gesagt hat, es muss mehr nach dem normalen Satz gehen. Und es gibt ein Land, Frankreich, das hat eine andere Regelung gefunden. Wir haben im Übrigen auch eine gefunden. Wir haben eine Margenbesteuerung eingeführt. Und jetzt wollen die Galeristen eben, dass das für alles gilt. Und darüber geht ein Streit. Und wir haben gesagt, damit es europarechtskonform ist, dann soll doch bitte Europa, dann soll die Bundesregierung sagen, der französische Weg wird geprüft. Und wenn der geltend ist, dann gucken wir uns das an und dann können wir das auch machen. Aber wir haben Zweifel, dass andere europarechtskonform sind. Dieser Vorwurf, der geht völlig ins Leere. Das ist das Gegenteil dessen, was die Finanzminister von Bund und Ländern alle zusammen machen. Und Herr Minister, mutmaßlich dazu würde Ihnen Herr Kollege Sternberg gerne eine Zwischenfrage stellen. Lassen Sie die zu? Ja. Bitte. Herr Minister, vielen Dank, dass Sie mir die Zwischenfrage zulassen. Herr Minister, es ist aber richtig, dass die Bundesbeauftragte für Kunst und Kultur in Berlin sehr wohl schon ihr Vorgänger Neumann einen Entwurf hatte für eine solche europarechtskonforme Besteuerung des Galeriehandels mit Margen, die blockiert wird von Ihnen und einigen weiteren Finanzministern der Länder? Nein, sie wird nicht blockiert, sondern es gibt eine Regelung der Abteilungsleiter Steuern, die gilt. Es gibt Klagen, es gibt auf der anderen Seite die Frage, was machen wir mit dem französischen Vorgehen? Wir sind in der Diskussion. Ich habe selbst schon Galerien besucht, nochmal. Ich habe Kontakte zu dieser Szene und wir reden darüber und wir wollen eine anständige Besteuerung. Wir wollen aber nicht, dass sozusagen jede Branche für sich wieder in Anspruch nimmt, eine Sonderregelung zu bekommen. Das ist alles. Aber noch einmal zu dieser Frage, über die wir hier eigentlich reden, nämlich die Bilder von Warhol. Es geht darum, dass es hier Unternehmen gibt, die nicht zum Kultursponsoring Kunst angeschafft haben. Und ich frage Sie jetzt mal, Sie, die immer privat vor Staat so richtig finden. Es gibt im Augenblick ein Privatunternehmen, das ist insolvent. Das ist der Kunstberater Achenbach. In dessen Eigentum befinden sich auch Gerhard Richter Werke. Was würden Sie eigentlich sagen, wenn jemand wie selbstverständlich annehmen würde, dass diese Werke von dem Insolvenzverwalter ohne Gegenleistung an Museen vergeben werden sollen? Und was glauben Sie eigentlich, was die Gläubiger dieses Unternehmens sagen würden, wenn es so geschähe? Ihre Redezeit, es gibt Recht, es gibt Aktienrecht, das gilt für die Portigon, das gilt für die Westspiel. Und deswegen muss es als erstes, als Vermögensposition mit einbezogen werden, damit man sich wirtschaftlich richtig aufstellt. Und da hat eine Landesregierung überhaupt nichts zu kamellen, sondern das sind die Aufsichtsgremien. In den Aufsichtsgremien sitze ich, da sitzt Herr Lienenkämper, dem ich für seine Haltung im Übrigen dankbar bin. Hier geht es nicht darüber, dass hier einer über den Tisch gezogen worden ist. So, und wir gemeinsam haben das mitgetragen, weil es der richtige, rechtlich vernünftige Weg ist und mit Ausverkauf von Kultur in unseren Museen überhaupt nichts zu tun hat. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Deshalb schließe ich die Aussprache und wir treten ein in die Abstimmung. Die antragstellenden Fraktionen der Piraten und der FDP haben jeweils direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung erstens über den Inhalt des Antrags der Piratenfraktion in Drucksache 7063. Wer möchte diesem
Antrag zustimmen? Das ist die Piratenfraktion. Danke sehr. Wer stimmt dagegen? SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Danke. Wer enthält sich? Die FDP-Fraktion. Herzlichen Dank. Damit ist der Antrag Drucksache 7063 abgelehnt. Ich lasse zweitens abstimmen über den Entschließungsantrag der Piratenfraktion, Drucksache 7241. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das sind die Fraktionen von CDU und die Piratenfraktion. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90 Die Grünen. Danke sehr. Wer enthält sich? Die FDP-Fraktion. Vielen Dank. Damit ist auch der Entschließungsantrag Drucksache 7241 abgelehnt. Ich lasse drittens abstimmen über den Inhalt des Antrags der FDP-Fraktion in Drucksache 7169. Wer ist für diesen Antrag? Die Fraktionen von FDP und die Piratenfraktion. Danke sehr. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90 Die Grünen. Danke. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die CDU-Fraktion. Damit ist auch dieser Antrag, Drucksache 7169, abgelehnt. Ich schließe damit den Tagesordnungspunkt 7 und rufe noch ein.